Es gibt sehr viele, Projekte mit sehr viel Text, also viel zu lesen. Was ich trotzdem ganz schön finde, ist, dass es so einen roten Faden durch die Ausstellung gibt und man einfach sieht, dass das Gärten oder das Grün immer wieder mit Raumaneignung in Verbindung kommt und irgendwie Ausdruck vom Widerstand ist, vielleicht auch von einer Zusammengehörigkeit der Menschen, von etwas, was man Heidelberg selbst gepflanzt, entwickelt und auch betreut Bonsai. Und einfach damit Teil der Stadt oder Teil einer Bewegung wird und Teil eines großen Ganzen sozusagen. Ja, Delzia, Fuchschen, Weitschi, Knobelgras, Surfilie, Bietens, Agaves, Delzia, Gras, Ribissel, Rosen. Als jemand, der keine besonders große Garten- oder Gärtnererfahrung hat, steht für mich das Gärtnern für ein Lernen von jemand anderem und auch für Zusammenarbeiten. Ich stehe gerade vor dem Projekt ohne stehende Obdach, muss ich danach und lese das Sätzchen. Kiwi männlich, Kiwi männlich, Knollenbegonien, einfach ein Wahnsinn, wie gewisse Kardamom. In der Gesellschaft einfach an den Rand geschoben werden und im Kontext von der repräsentativen Stadtplanung einfach keinen Ort finden. Trompetenblumen. Und frage mich, wie das Beispiel von Wien in der Zukunft ausschauen wird, wenn zum Beispiel die Karlsplatz-Passage renoviert wird, wo die Obdachlosen, wo die Drogenszene hin verschoben wird und welche Mechanismen da eingesetzt werden. Bieden. Bonsai. Forzytia. Die Ausstellung wirkt aufgrund ihrer räumlichen Konzeptionierung und den vielen Pflanzen sehr lebendig und lässt den Besuchern viel Freiraum zu, auch mit den ganzen den vielen Sitzmöglichkeiten Delzia. Und der Art und Weise, wie man den Raum begehen kann. Barrakia. Schreberplatz. Schulgarten, Selbsthilfe, Anlage, Deutsches, Schrebergärten, England, Itzauf, Schmelz, Hands-on, Szenografin, Alexandra, von diesem eindrucksvollen Bild, Mapo-Farm, man sieht die Pflanzen oder das Gemüse im Vordergrund und die Großstadt im Hintergrund und Vorführgarten. Guten Anlass, um darüber nachzudenken, ob Land und Stadt wirklich so ein Gegensatz ist oder ob es vielleicht Bedürfnisse gibt, die die Stadtbewohner vielleicht aus der Vergangenheit oder aus ihrem, weiß nicht, von ihrer Familie her als Bewegung. Der Siedler. 2000 Arbeitsstunden, Selbstorganisation, Rosenhügel, Siedler, Gründer, Adolf Loos, einzelnes Haus, Siedlung, Genossenschaftshaus, Volkskraft, Kinder, Respekt, soziale Beziehungen, Nachbarschaft, Full House, Armut, Freiheit, Maps, ohne Plan, Strikes, Dorf, Urbanism, Mapopo, Dorfbewohner, Neobauern, Community Forum, neun Luftbilder, Devolverdruck, Maschipo, Selbstorganisation, offizielle Stadtentwicklung, Flussregulierung, Permakultur, Wissen, Abriss, Mr. Leulings Haus, natürliche Ventilation, Blumen, vieles, Erde,
New York, Activist Garden, Green Gorillas, Lower East Side, The Bowery, The Avant-Track, Bowery Houston, Elizabeth, Unternehmerische Stadt, Blumen dafür aus Plastik, Pflanzen, ja, Konflikt, Gekondo, Istanbul, Leben, Bremen, Kaiserhäuser, Bremen, Raumnutzung, Darstellung, Kaisen, Schuppen, Proteste, drohende Vertreibung, Bauwagen, Stellplatz, Live, unter Druck, Stadtentwicklung, Selbstbaugartenstadt, Sarigel, Tapdown, Neoliberalismus, Entschädigung, Chromosoziale Assianzen, Solidare Assunzen, Urban Transform Projekte, Wohnhäuser, Best Practice Award, Unihabit, Fuchsien, Blumen, Jasmin, Thymian, Mexikali, Christoph Alexander, Mexikali, bilaterales Abkommen, Menschenrecht, Familien, Spital, Haus Duran, 5 Familien, privater Innenhof, Plan, Bauhof, Graffiti, Haus, Beginia, Sessel, Recycle-Sessel, Abfallverwertung, Müllsammer-Programm, Lavella-Investitionen, Learning from each other, unrechtmäßig, kulturelles Zentrum, Centro Triagam da Ville Pinto, Bürgerhaushalt, 2%, Dona Mali, Schrottkönigin, Blumen, Gras, vieles, da geht es, ohne Öl, kein Zucker, ja, Kuba, Upa, Per Undesales Agrario, seit den 80ern, Kuba, Havanna, Sustainable, ökologische Strategien, Staat, Hochbeete, Organoponikos, Improvisation, Ernteerträge, Tagetes, Blumen, Pflanzen, Makondo, 20 Ländern, Kabula 6, informelle Satellitenpflanzung, Wiener Architektur, informelle Gartennutzung, Life on Earth, Weißer Hartriegel, Prinzessinnengarten, ÖBB LW Region, Friedhofswerk, Sommerheim, Hermes, Kleingartenanlage, am Ameisbach, Schutzhaus, Montlert, Daueranlage, Weidecke, Parzelle, Schaffberg, Brunnenstube, Helgoland, Kleingarten, Leopold, Himmelsteich, Mühlwasser, Wanderbüro, Alte Donau. Jede Verunreinigung wird angezeigt, Radfahren verboten, Einfahrt Freiheit, Semmelweis, Predigtstuhl,
Kleingärten der Waldecker, Gartenfreunde Otterkring, Rosenthal, Verein, Tratzerberg, 2,5 Tonnen, Anger, 64, 89, Kleingarten, Weichselgarten, Reifenthal, Blumenthal, Freudenau, Unterprater, 80er Linie, Eigengrund,